For English subtitles, push the subtitles button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen für euch, eine hübsche grüne Anaconda, Oenectes murinus. Oenectes murinus, die zumindest die größte, also was das Gewicht und die Masse betrifft, größte Schlange, die es auf unserer Erde gibt. Also so 6, 7, vielleicht sogar 8 Meter können die werden und halt unheimlich massig. Das Tolle ist, dass sie in der Regel wirklich brav und anständig sind. Ich habe gerade so ein Ausnahmetier da, können wir euch jetzt hier einblenden. Ist so ein richtig stattliches Männchen sogar, ne? Echt ein Wahnsinnsbrocken von Männchen. Mein Intro-Tierchen für euch heute, grüne Anaconda, die massigste Schlange auf dieser Welt. Das Thema heute sind die Kronenbasilisken, diese hübschen Kollegen hier, das ist so ein halbwüchsiges Tier, würde ich mal sagen, von der Größe halbwüchsig. Kronenbasilisken kommen aus Mittelamerika, also von Mexiko runter bis nach Nicaragua, Honduras. Ich glaube, Panama kommen sie nicht mehr vor, aber also oberhalb Panamas bis Mexiko. Leben dort in Flussnähe. Also ich habe selber schon mal Tiere in der Natur gesehen, oder zumindest ein Tier. Sind interessanterweise auch recht zutraulich bzw. gar nicht scheu. Ich glaube, dass sie in der Natur wegen auf ihre Tarnung vertrauen. Die sitzen da so in den Büschen. Also wenn ich euch jetzt erzähle, dass ich den in der Natur beim Pinkeln gesehen habe und so an einem Flussrand saß der da in den Büschen und ich habe da mich meiner Blase entleert. Und guckt da in den Baum rein und da sitzt der vor mir und guckt mich einfach nur an und also gar keine Fluchtdistanz gehabt oder sowas. Gell? Also ich denke einfach, dass sie auf ihre, auf ihre Tarnung vertrauen. Und wenn man sie dann, wie jetzt in dem Fall, rausnimmt, auch dann hauen sie einfach nicht ab. Ne? Ist eigentlich überraschend, weil wenn man jetzt so ein schlankes, graziles Tier sieht, dann wird man denken, naja, die sind völlig scheu, die rennen gleich los, sobald sie können. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wie gesagt, das ist ein halbwüchsiges Tier. Ausgewachsen werden die Körperlänge bis maximal 15 cm. Ich zeige euch nachher auch noch einen größeren. Und dann ist der Schwanz, der ist noch dreimal so lang wie der Körper. Also mit Schwanz 15 cm Körper, dreimal so langer Schwanz. Da kriegen die dann 60, 70 cm Gesamtlänge hin. Also was sich recht groß anhört, aber wie gesagt, wenn man bedenkt, dass der Körper selber nur ein Viertel des Tieres ist, dann relativiert sich das wieder. Was auch ganz cool und lässig an denen ist, da kommen wir nachher dazu bei der Vermehrung, also da haben die echt ein originelles Vermehrungsverhalten, was ich euch nachher erzählen werde. Also von dem her, das macht die Tiere noch doppelt spannend. Ich finde sie voll toll. Und deswegen meine Folge zu den Tieren heute. Hier habe ich ein adultes Weibchen für euch. Also sehen wir mal die Endgröße, wirklich völlig überschaubar. Vom Terrarium her finde ich ein Chamäleon oder das Chamäleon-Set eigentlich ganz passend. Das gibt es mit 45-90 zum Beispiel. Ist eine super Größe für die Tiere. Lassen sich da drin perfekt halten, auch von der Einrichtung, von der Beleuchtung her. Im Prinzip kann man das Chamäleon-Set adaptieren. Also man hat am Tag in der Luft runde 30 Grad, unter der Sonne, unter der Lampe ruhig auf runde 40 Grad gehend. Kälteste Ecke im Terrarium, wie gesagt, so knapp 30, vielleicht 28 Grad. Nachts macht er alles aus, kann runtergehen auf Zimmertemperatur. Ihr müsst versuchen, die Luftfeuchtigkeit möglichst hoch zu halten. Entweder sprüht er ein-, zweimal mindestens am Tag, macht viele Pflanzen rein und oder ihr macht eine Beregnungsanlage rein. Jetzt gibt es ja, oder seit einigen Jahren gibt es ja wirklich gute Beregnungsanlagen mit Intervallzeitschaltuhr drin zum Beispiel, die dann am Tag alle Stunde oder alle zwei, drei Stunden angeht, kurz sprüht. Und dann habt ihr perfektes Kronenbasilisken-Terrarium beieinander. Von den Haltungsrichtlinien selber, ihr wisst ja,
zumindest in Deutschland kriegt man gesagt, wie man die halten muss. Haltungsrichtlinien sind 4x3x5 Kopf Rumpflänge. Ne? Also wir haben gesagt 15 cm maximal. Das ist echt ein kleiner Stinker. 15 cm Kopf Rumpf, das hat die hier sogar, die nette. Das heißt also 60 cm breit, 45 tief. Und fünfmal, dann wären wir bei 75 Höhe. Ne? Also das Set, was ich euch gesagt habe, das reicht auf jeden Fall gut aus. Ich denke, in dem Fall, das ist eigentlich selten so, sind die Haltungsrichtlinien sogar ein bisschen klein gehalten. Ne? Da gibt es wirklich selten, dass unser deutscher Staat uns die eigentlich kleiner halten lässt, wie ich es euch vorschlagen würde. Also ich würde definitiv ein bisschen größer gehen, wie die Haltungsrichtlinien sind. Also das 90er, was ich gesagt habe, das sollte schon Minimum sein für diese Kronenbasilisken. Und dann ist wirklich ein ganz tolles Terrarientier. Ne? Von der Ernährung sind die Kronenbasilisken rein Carnivore. Das heißt, sie fressen nur Fleisch. Also ihr müsst sie mit Insekten, Heimchen grillen, Heuschrecken, Schaben, alles, was so an Insekten verfügbar ist, füttern. Mineralien natürlich nicht vergessen. Ne? Ich würde euch das entweder Herbetal Complete 2:1 mit Mineral oder von Nekton das Multirep mit D3 würde ich euch empfehlen, dass ihr das auf jeden Fall bei sämtlichen Futterinsekten drüber macht. Und ja, dann lassen die sich wirklich ganz toll pflegen und sind wirklich wunderschöne und auch zutrauliche Terrarientiere. Und das Tollste an denen oder das Coolste, Aufregendste hatte ich am Eingang schon ein bisschen angesprochen. Um aus so einem großen Weibchen so ein Jungtier zu bekommen, braucht es keine Männchen, sondern die vermehren sich parthenogenetisch. Das heißt, es gibt fast nur Weibchen, es soll wohl auch Männchen geben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie ein Männchen gesehen. Vielleicht lassen sich auch schwer unterscheiden, ich weiß es nicht. Es soll wohl Männchen geben, aber um sich fortzupflanzen, sind keine Männchen nötig. Also die Weibchen vermehren sich ohne Männchen, legen dann Eier ab, sind mit rund 2 Jahren geschlechtsreif. Also der Kleine, den ich hier habe, der ist jetzt so, ja, ich glaube 4-5 Monate ist der jetzt ungefähr alt. Also bis sie knapp die Größe haben wie die hier, braucht es runde 2 Jahre. Dann fangen die an mit Eierlegen und dann kommen so kleine Kronenbasiliskenbabys raus, ohne dass da jemals ein Männchen im Spiel war. Finde ich wirklich auch toll. Das heißt, in der Anschaffung, also die sind nicht ganz so billig oder nicht ganz für ein paar Euro zu kriegen. Man muss schon, was weiß ich, kosten vielleicht knapp 200 Euro oder runde 200 Euro. Aber dann, wenn man dann ein Tier hat und das gut pflegt, gut hält und ein bisschen Geduld hat, dann kann man mit dem einen Tier züchten. Und ja, finde ich wirklich eine spannende Sache in der Terraristik. Wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Basilisken von Gunter Köhler, da sind auch die Kronenbasilisken drin. Zum einen die Lemanctus longipes, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und dann gibt es noch den Lemanctus serratus, den Sägekopf-Kronenbasilisk. Der ist da auch mit drin, auch wirklich skurriles, hübsches Terrarientier. Kann ich euch definitiv empfehlen, das Buch. Das Einzige, was mir im Buch aufgefallen ist und was mir auch im Internet auffällt, oft sieht man auch, ja, es wird Gruppenhaltung empfohlen, ein Männchen, 2 Weibchen. Oder hier im Buch zum Beispiel ist ein Foto von der Paarung. Also wie gesagt, ich habe, seit ich Kronenbasilisken habe, und das ist jetzt schon bestimmt 10, 15 Jahre, habe ich noch nie ein Männchen gesehen oder gehabt oder besessen. Also meiner Meinung nach gibt es fast ausschließlich Weibchen und wie gesagt, man braucht auch keine Männchen. Das, glaube ich, fehlt noch in der Literatur oder fehlt auch im Internet, wenn man drüber lesen tut. Also diese parthenogenetische Vermehrung scheint da noch nicht ganz bekannt zu sein. Ich würde sagen, in der Terraristik weiß man das jetzt schon seit einigen Jahren, dass sie sich so parthenogenetisch vermehren. Wenn ihr das spannend findet, dann gebt einen Daumen hoch, beziehungsweise wenn ihr eine
Vielleicht habt ihr auch Meinungen, Beiträge dazu, von wegen doch, gibt ja doch Männchen oder ich kenne jemanden, der hat ein Pärchen oder dies, das, jenes. Dürft ihr auch gerne unten posten. Ansonsten einfach so eure Kommentare, wie euch die Kronenbasilisken gefallen haben, bin ich mal gespannt. Also ich finde sie cool. Wie gesagt, mir gefällt es auch, dass sie so gechillt sind. Also wenn ich das Tier angucke mit diesen langen Füßen und da denkt man, ja, bestimmt total scheu, wahnsinns Fluchtdistanz, und die sind genau das Gegenteil. Ne? Die sind völlig relaxed, also wie so ein grüner Leguan oder bald wie eine Bardagame so gechillt. Also ich finde sie echt cool. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren und ansonsten bis zur nächsten Folge. Checkt die Kronenbasilisken.